Blenden wir zurück. Zurück an den Beginn der 80er Jahre. In Italien waren die Feuilletons heftig mit dem ersten Roman des Philosophen Umberto Eco beschäftigt. In Frankreich hatten die Nouveau Philosophes regelmäßig ihre großen Auftritte im Fernsehen. Nur in Deutschland, da schien die Philosophie gemütlich im Elfenbeinturm vor sich hin zu dösen. Und dann ein Paukenschlag. Die Kritik der zynischen Vernunft. Geschrieben hatte sie ein gewisser Peter Sloterdijk. Plötzlich, über Nacht, wurde Philosophie auch in Deutschland wieder ein öffentliches Thema. Sloterdijk sah die Philosophie im Sterben, sprach von der Dämmerung des falschen Bewusstseins. Ja, da war endlich ein deutscher Philosoph, der sich auch in öffentliche Debatten einmischte, wortgewaltig und respektlos. Ende der 90er Jahre legte Sloterdijk nichts Geringeres als einen neuen philosophischen Weltentwurf vor. Ein dreibändiges Werk mit dem poetischen Titel Sphären. Anschließend schockierte er mit einer Rede und mit seinen Regeln für den Menschenpark. Wobei bis heute nicht klar ist, ob es sich bei dem ganzen Disput damals nicht um ein gewaltiges Missverständnis handelte. Egal. In seinem neuesten Buch nun durchmisst Sloterdijk den Weltinnenraum des Kapitals. Und er entwirft seine Theorie der Globalisierung. Komplex und prickelnd fand jedenfalls Marco Meyer und hat Peter Sloterdijk zu sich an den Tisch geladen. Schön, dass Sie da sind, Peter Sloterdijk. Ich freue mich. Beginnen wir mit einer schieren Unmöglichkeit. Wenn Sie, der Sie ja auch eine philosophische Sendung moderieren, sich selber gegenüber sitzen würden, was wäre die ultimative Frage, die Sie Sloterdijk einmal stellen möchten? Ich würde ihn, glaube ich, fragen nach dem Resultat seines Traumes bzw. seines Programms, das er seit 20 Jahren allzu sichtbar vor sich herträgt, nämlich dieses Programm und dieser Traum ganz in die eigene Epoche einzutauchen. Also wenn ich diesen Autor halbwegs richtig verstanden habe, dann wird er angetrieben durch dieses bizarre, wahrscheinlich durch Adorno und andere Autoren der 60er Jahre mitverursachte, sehr ambitionierte Programm, dass man mit seinem eigenen Denken die eigene Zeit ganz erfassen kann. Dieses totale Eintauchen, da ist ja auch eine Neuerung seit Mitte der 90er Jahre, dass Deutschland auch am Fernsehen Philosophie macht. Wie halten Sie es mit Philosophie und Öffentlichkeit? Also halten Sie das Konzept für möglich, was Sie regelmäßig bedienen, nämlich dieses Quartett, philosophische Quartett bei ZDF? Ist das etwas, was der Philosophie gerecht wird? Ich glaube, es wird zunächst mal einfach dem Medium gerecht. Man darf nicht vergessen, dass seit dem mittleren 18. Jahrhundert es nicht nur einen scholastischen Begriff von Philosophie gibt, sondern eben auch einen Weltbegriff von Philosophie. Davon hat ja Immanuel Kant gesprochen. Und die Aufklärung, in deren sozusagen Fluchtlinien meine ganze Arbeit ja weiterhin steht, war der Versuch gewesen, die Philosophie in das Gespräch der Bürger hineinzutragen. Und es gibt auf den Marktplatz quasi, oder auch? Ja, der Marktplatz ist vielleicht gar nicht der richtige Ort dafür, weil Philosophie ja keine Open-Air-Affäre mehr ist. Sie war eine Hörsaalangelegenheit und wird dann in den Salon projiziert und vom Salon in die Parlamente, in die Versammlungen. Aber Versammlungen unter offenem Himmel werden ja nach dem deutschen Versammlungsrecht relativ leicht und schnell als Zusammenrottungen bezeichnet. Da ist die Philosophie nicht dabei. Also wo Philosophie ist unter deutschen Bedingungen, da ist das kein Open-Air-Ereignis, sondern es ist ein Indoors-Event und setzt ein Dach voraus. Und Sie haben dann doch ab und zu das Gefühl, einigermaßen adäquat thematisch die Sache angegangen zu haben mit einer Sendung, oder sind Sie meist unzufrieden am Ende? Ich bin immer unzufrieden. Also ich dachte auch das erste Jahr nach jeder Sendung, dass wir aufhören, weil die Differenz zwischen dem, was der Schriftsteller will und dem, was ein Moderator kann in den medialen Bedingungen, ist so groß, dass der Schriftsteller von einer Agonie in die andere traumelt. Stolpert, ja. Und erst wenn diese Agonien ein bisschen flacher werden, findet man einen relativen Frieden in dieser massenmedialen Praxis. Mhm. Ja.
Versuchen wir vielleicht noch eine zweite Unmöglichkeit kurz anzupeilen. Wenn Ihnen Jürgen Habermas gegenüber sitzen würde, was er ja nie tut, er geht offenbar nicht ins Fernsehen, was wäre ihm gegenüber die Frage, die Sie längst einmal stellen wollten? Ja, das wäre keine Frage, sondern vielleicht eine in eine Frage eingekleidete Behauptung, nämlich ob er wirklich an seine eigene Theorie glaubt. Denn des kommunikativen Handelns wenn einmal jemand das Wort vom kommunikativen Handeln im Mund führt, dann müsste er sich mit seinen Gegnern mehr auseinandersetzen. Denn das ist der Ernstfall des kommunikativen Handelns. Und wer sich dann in solchen konfrontativen Situationen in der Weise zurückzieht, wie man es bei ihm oft erlebt. Das ist paradox eigentlich. Ja, das ist sehr paradox. Das ist ja eine spannende Geschichte, die man längst mal mit ihm diskutieren möchte. Eigentlich hat er sich sehr gegen Kant profiliert am Anfang und dann kam eigentlich Kant als quasi transzendentaler Kunstgriff wieder durch die Hintertür rein. Sehen Sie das auch so? Oder würden Sie sehen ihn eigentlich auch im Gefolge von Kant heute, oder? Idealistisch. Gut, ich meine, er hat wie alle Autoren, die der Frankfurter Schule verbunden sind, seine Ausbildung bei Hegel oder bei einem erneuerten Hegel machen müssen. Da man aber so überschwängliche Vernunftleistungen, wie der hegelische Geist sie erbringen soll, unter modernen Bedingungen nicht mehr ohne weiteres in Anspruch nehmen kann, liegt auf der Hand, dass man dann einen bescheideneren Weg einzuschlagen versucht und der muss bei Kant enden. Das kann nicht sein. Nun kommen wir ein bisschen zum Thema Öffentlichkeit und Philosophie und Peter Sloterdijk. Die Anmoderation hat es angedeutet, es war tatsächlich ein Paukenschlag 1983. Plötzlich diese Kritik der zynischen Vernunft, nicht irgendeine kleine Schrift, die so einen irgendwie apokryphen Titel hat, sondern Anlehnung an die großen Werke Kants, aber mit einer totalen Verdrehung in Richtung einer Kritik am falschen Bewusstsein. Und seither sind Sie eigentlich permanent medial im Gespräch. Was hat Deutschland eigentlich hier Neues erlebt mit Ihnen? Na gut, also das ist eine Frage, die müssen Sie dann mal einem Nachrufschreiber stellen. Dazu kann ein Autor nicht viel Eigenes beitragen. Ich neige auch nicht dazu, meine eigene Arbeit historisch zu nehmen. Mhm. Nicht? Also der alte Goethe sollte einmal gesagt haben, er neige mehr und mehr dazu, je älter er werde, seine eigene Existenz, sein eigenes Werk nur noch in historischen Perspektiven zu betrachten. Das tue ich sehr wenig. Das hat damit zu tun, dass ich aus einem lebendigen Impuls heraus operiere und im Großen und Ganzen immer unstrategisch mich verhalte. Das ist etwas, was viele nicht glauben. Das wird ihnen dann immer eher umgekehrt unterstellt. Ja, weil es gibt so einen festen Glauben, dass Erfolg und Strategie konvergieren. Das glaube ich nun gerade nicht. Sondern meine Arbeit war eigentlich immer die eines Resonanzbodens und eines Menschen, der in seiner Sprache Zeitelemente verstärkt, vergrößert. Das übrigens, wenn wir nochmal bei Habermas sind, das war der Anfang. Habermas hat ihn ja damals attestiert in einer Besprechung für den Pflasterstrand, dass sie eine herausragende Mischung von Zeitdiagnose und philosophischer Essayistik präsentieren und darum der Erfolg sehr berechtigt sein. Aber andererseits war irgendwie von Anfang an in dieser Konfrontation ein Urzwist angelegt, Sloterdijk gegen die Frankfurter Schule. Warum überhaupt gab sich immer wieder dieses deutsche Beben rund um die Frage, ist nun die kritische Theorie am Ende oder nicht und was hat Sloterdijk damit zu tun? Sie verwenden das Wort Urzwist. Ich bin gar nicht sicher, ob das die Sache trifft. Denn wir hatten am Anfang keinen Gegenstand des Streits, sondern einen Gegensatz der Stimmung. Und die gegenständlichen Differenzen haben sich im Laufe der Jahrzehnte zunehmend entfaltet.
Aber der Gegensatz der Stimmung blieb konstant. Und mir wurde immer deutlicher, dass es notwendig ist, sich aus der Atmosphäre dieses deutschen kritischen Miserabilismus herauszuarbeiten, der sich mit dem deutschen Nationalcharakter ohne dies in einer fatalen Weise amalgamiert hat. Ja, wir sind doch eine Nation geworden, in der eine Form von Negativismus und hochmoralisierende Selbstbezichtigung eigentlich schon das sind Varianten einer miserabilistischen Kultur, die merkwürdigerweise sozusagen Eitelkeit im Modus der Selbstkritik zu einem Höchstwert emporstilisiert hat. Und ich bin immer mehr davon überzeugt und konnte mich auch im Laufe meines eigenen Arbeitsweges mehr und mehr davon überzeugen, dass eine Dissidenz der Meinungen leicht verziehen wird, eine Dissidenz der Stimmungen, aber nicht bis auf den heutigen Tag eigentlich als Verbrechen gegen den deutschen Geist oder Ungeist wahrgenommen wird. Und war es auch ein bisschen, was ich vermute, dass eigentlich ein nicht primär akademisch schon geordneter Geist so aus dem Nichts plötzlich eine Debatte anstoßen konnte, die der ganze deutsche Betrieb sonst gar nicht zustande brachte? Es war ein bisschen auch die Neidgesellschaft, oder nicht? Sie wissen, ein Autor tut gut daran, von Anfang an tot zu sein. Das ist eine Bedingung, unter der die literarische und philosophische Arbeit steht. Wenn man als junger Mensch einen Klassikerton anschlägt, also wenn man gleich so schreibt, als hätte man sein eigenes Werk sozusagen im Archiv der Kulturgeschichte niedergelegt, dann begeht man in gewisser Weise einen vitalen Kategorienfehler, denn man ist zugleich posthum und noch da und dafür zahlt man einen Preis. Vielleicht doch ganz schnell, ich nehme an, Sie haben es mittlerweile leid, dauernd auf diese Geschichte mit dem Menschenpark angesprochen zu werden, aber es wäre eine Gelegenheit, hier mit zwei, drei Sätzen zu klären, ob es ein Missverständnis war. Wenn wir es richtig verstanden haben, haben Sie ja eigentlich beschrieben, etwas, was tatsächlich heute auf höchster Ebene diskutiert wird, nämlich die Frage, ob der Mensch nach Maß irgendwann die Zukunft ist. Und das ja, wenn die Medizin diesen Weg gehen würde, es vielleicht sinnvoll wäre, wenn ein paar gescheite Menschen sich vorher darüber Gedanken machen, was das denn für ein Mensch wäre. War das in gewisser Weise so, das wäre ja fast ein Wächterrat in einem demokratischen Sinn, war das ein bisschen die Tendenz dessen, was Sie beschreiben wollten? Nein, ich wollte eigentlich sagen, dass Menschen von Anfang an so etwas wie selbstzüchtende Geschöpfe sind. Dass Menschen Menschen wurden, hat damit zu tun, dass eine bestimmte Art von Hominiden durch ihre eigene Lebenspraxis, durch den Gebrauch von Werkzeugen, durch eine bestimmte Form der Partnerwahl und durch einen relativ schwachen Selektionsdruck in eine genetische Drift gekommen sind, die bei uns geändert ist. Und diese genetische Drift hat den Grundzug eines unbewussten, selbstzüchterischen Geschehens. Es ist eigentlich eine ständige Arbeit an sich selbst und an der genetischen Drift. Und in jeder Ehe wird in gewisser Weise an diesem selbstzüchterischen genetischen Abenteuer weitergearbeitet, was die gegenwärtige Situation eben von den bisherigen Stadien der menschlichen Selbstformungspraxis unterscheidet, ist eben die Tatsache, dass wir jetzt eine genetische Kerntechnik entwickelt haben, von der wir nicht wissen, ob sie bis zur praktischen plastischen Modellierung vorangetrieben werden kann oder nicht. Aber also Südkorea. Aufsatz war damals ein Hinweis darauf, dass der konventionelle Humanismus, der nur über das Manipulieren von Symbolen Rechenschaft gibt, der also gewissermaßen den Homo Grammaticus, den Homo Legens, also den Menschen, der lesen und schreiben kann, auf den Schild hebt und den als Urbild der Menschheit feiert, aufs Ganze nicht ausreicht, um der Realität dieses
unheimlichen, selbstdomestizierenden Geschöpfes gerecht zu werden. Das ist in dürren Worten vielleicht die Grundidee dieses Textes. Also irgendwo war ja vielleicht am Horizont die Frage, wo kommt bei Sloterdijk dann die moralische, die normative Dimension rein? Also eigentlich war es eine Beschreibung einer möglichen Zukunft und die Frage war, ganz plump gesagt, ist er jetzt ein Böser oder ein Guter? Also auf welcher Seite steht er? Und ja, eben. Und vor dem Hintergrund dieser Frage, so wie Sie sie jetzt stellen, wird klar, dass es natürlich kein Missverständnis war. Denn Missverständnisse wären ja unschuldig. Aber es handelt sich ja nicht um ein unschuldiges Missverständnis, sondern um eine interessierte Falschlektüre. Und das ist ein kategorial ganz anderes Phänomen. Und das ist natürlich medial ergiebig. Und die deutsche Liebe zum Skandal lässt ja doch kein Thema unbenutzt, das sich eignet, solche Kräfte zu entfesseln. Kommen wir vielleicht ein bisschen dichter ans Werk ran. Sie haben es selber angedeutet, ein großer Fehler, den Sie gemacht haben, Sie haben nicht Mimikry betrieben, nicht irgendein kleines Essaybändchen zuerst mal publiziert, sondern groß und gewaltig, eigentlich von Anfang an haben Sie Großentwürfe präsentiert. Also die Kritik der zynischen Vernunft war ein tolles zweibändiges Werk, das sich radikal eigentlich mit dem falschen Bewusstsein beschäftigt hat, mit Dionysos in der Tonne. Es war eine unglaublich freche, verspielte Art, Philosophie des Abendlandes gegen den Strich zu lesen und zu bürsten. Dann kam das dreibändige Werk, bald schon nach zwei, drei kleinen, die auch nicht bescheiden waren, Zauberbahn zum Beispiel. Dann kam Sphären 1, 2, 3, ein riesen Konvolut über eine sphärische Neuorientierung der Philosophie. Und schließlich heute, darum sitzen wir hier, im Weltinnenraum des Kapitals, bei Surkamp erschienen eine Theorie der Globalisierung, also diese Großentwürfe, warum immer gerade so voll ran? Das ist eine Frage, die ein Autor in der Regel für sich selber nicht beantworten kann. Ich denke auch darüber nach, was treibt mich dazu, immer so am Rande einer Klippe zu arbeiten, an der man sozusagen die Fallhöhe des Geistes sehr stark wahrnehmen kann. Also wenn ich mein eigener Psychoanalytiker wäre, was natürlich eine Absurdität ist, dann würde ich vielleicht ein kleines Psychogramm erstellen über diesen seltsamen Patienten und würde sagen, er ist wahrscheinlich untherapierbar aufgrund historischer Umstände, denn er gehört einer Generation an, die von Alexander Mitscherlich sehr treffend in den 60er Jahren einmal als diese vaterlose Generation bezeichnet worden ist. Was heißt aber, Angehöriger einer vaterlosen Generation zu sein? Das bedeutet nicht, dass man nicht einen physischen Erzeuger hat, sondern bedeutet, dass auf dem Spektrum, wo die Imago des Männlichen eingespielt wird oder einverlebt wird, eingelebt wird, ein relativ schwaches Bild bei mir nur bestand, woraus die Nötigung sich ergab, dass ich mir meine Leitbilder selber suchte. Also der Vater war keine klassisch autoritative, starke Figur? Nein, er war eine abwesende Gestalt und er war ohne Autorität. Mit anderen Worten, in Autoritätsfragen war ich sozusagen zur Autodidaktik verurteilt. Und wer aus einer solchen Perspektive heraus seine Vorbilder sucht, der greift wahrscheinlich hoch. Und dieses Hochgreifen ist ein Habitus, der mir geblieben ist und mit dem ich alles in allem gesehen, glaube ich, gute Erfahrungen gemacht habe. Weil ich nämlich vor einem Problem sozusagen geschützt blieb, das sozusagen bei Männern auftritt, die mit dem empirischen Vater im Umgang mit dem empirischen Vater auch das Risiko tragen müssen, dass man dort Enttäuschung oder Verachtung lernt. Das habe ich nie gelernt. Meine Vorbilder haben mich nie enttäuscht. Aber vom Alter her wären Sie ja eigentlich ein klassischer 68er. Sie haben abgeschlossen, irgendwie 78, im Gefolge von 68 studiert. Dann sind Sie ja, wie man damals hörte, irgendwie 4-5 Jahre in der Subkultur verschwunden. Auch, glaube ich, eine Zeit lang in Pune gewesen, beim Bhagwan, bei den Sannyasin. Und dann kamen Sie wieder
rausend waren, voll präsent. Haben Sie in dieser Zeit in Pune mit Park One schon an der Zürcher Vernunft geschrieben? Oder? Oh nein. Nein. Ich war damals schon Schriftsteller, aber ein Schriftsteller ohne Werk und ohne Text. Das ist sehr merkwürdig. Es gibt eine Art von inneren Monolog bei bestimmten Menschen, der als solcher schon Literatur ist. Das kann sich in Tagebuchaufzeichnungen materialisieren oder auch nur in der Art und Weise, dass selbst der innere Monolog formuliert ist. Mhm. Das sind nicht nur einfach Dinge, die einem durch den Kopf gehen, sondern wo ein gewisses Formniveau des Selbstgesprächs besteht. Mhm. Also ich war in dem Sinne auch damals Schriftsteller, obwohl ich damals mit Sicherheit wusste, dass ich nicht mehr in die Deutsche Akademie zurück möchte. Ja, also Sie sind ja eigentlich Literaturwissenschaftler und Philosophie hatten Sie im Nebenfach oder war das paritätisch? Ich war immer beides. Ich war immer beides. Ich habe auch die Beschäftigung mit der Literatur als eine indirekte Beschäftigung mit Philosophie betrieben, weil ich immer überzeugt war, dass die bessere Philosophie in den Gattungen geschieht oder praktiziert wird, auf die die Hauptfachphilosophen ihren Blick nicht richten. Mhm. Ich war immer davon überzeugt, dass Musil als Philosoph bedeutender ist als Husserl oder dass Valéry bedeutender ist als Bergson, um solche Beispiele zu nehmen, mit Antworten. Dass, die narrative Tradition. Einmal die narrative Tradition und vor allem, dass die Formulierung nicht nur eine Verhüllung ist, sondern eine konstitutive Dimension des geistigen Geschehens. Mhm. Und aus einer solchen Sicht heraus war es für mich eigentlich immer sehr natürlich, die Philosophen auch bei den Schriftstellern zu suchen. Mhm. Und wir haben ja in Deutschland dieses außerordentliche Phänomen Nietzsches, an dem man immer noch Maß nehmen kann, wo sozusagen der Höchstzustand der deutschen Sprache. Das würde ja auch Adorno sagen, oder? Ja, Adorno war ja mehr Nietzscheaner eigentlich als Hegelianer, hat dies aber im Hörsaal nicht zu erkennen gegeben. Mhm. Ja, er war diese seltsame, warum diese seltsame Struktur eines Hegel-Nietzscheanismus, die als solcher immer noch nicht angemessen gewürdigt ist. Mhm. Aber Nietzsche ist in der Tat der Prototypus, also wirklich ein meteorischer Autor, der die deutsche Sprache zur Weißglut bringt und zugleich sozusagen auch Philosophie als Existenzerhellung, Philosophie als Zeugnis des philosophischen Lebens praktiziert. Er hat ja nie Probleme erörtert, weil er, wie die meisten vernünftigen Menschen, davon überzeugt war, dass Philosophen in der Regel nur Probleme lösen, die niemand hat, es sei denn Philosophen oder besser Philosophologen, die sie sich machen, um sie zu haben, um sie dann lösen zu können. Also eine ziemlich verschraubte und verschrobene Praxis. Davon findet man in seinem Werk ja keine Spur. Ne? Das ist alles purer Nerv und pure Aktualität. Auch Zeitdiagnostik, ja, sehr stark. Oder? Ja, aber es ist zeitdiagnostisch in Verbindung mit einem klassisch-philosophischen Anspruch, nämlich, dass in der Zeit auch die Ewigkeitsfragen zur Lösung getrieben werden müssen. Auch im neuesten Buch natürlich wieder nicht eine falsche Bescheidenheit und wunderschön zu lesen, dass Sie eigentlich einen Anspruch erheben, die große Erzählung zu rehabilitieren. Also wir haben einige Jahrzehnte hinter uns, Postmoderne, alles wurde fragmentiert, es konnte eigentlich nichts mehr in seinem großen Anspruch, das Große und Ganze der Welt konnte nicht mehr ins Auge gefasst werden. Warum kommen Sie jetzt mit diesem Anspruch so deklamatorisch fast? Weil es ist ja bei Ihnen immer schon so gewesen. Sie waren nie einer, der das abgelehnt hat, oder? Nein. Ich war auch immer davon überzeugt, dass die Theorie vom Ende der großen Erzählungen nur eine Krücke ist, an der fußkranke, enttäuschte 68er ein oder zwei Jahrzehnte nach dem Tal ihrer Enttäuschung weiter zu hinken beschlossen hatten. Nicht? Es ist eigentlich eine Krücke
Und sie bezeichnet ja nichts anderes als das Ende einer einzigen großen Erzählung. Es ist nicht so, dass das Erzählen aufgehört hätte. Und es ist auch nicht so, dass die Erzählungen von sich her notwendigerweise die Tendenz aufweisen, klein zu werden. Mhm. Was klein wird und hässlich und bescheiden wird, das ist notwendigerweise ist der Anspruch der hegelmarxistischen oder freudomarxistischen Generation mit einem viel zu kleinen Begriffsapparat, mit eine viel zu große Problematik lösen zu wollen. Mhm. Das ist die Erfahrung der 70er und 80er Jahre. Und aus dieser Stimmung heraus hat Jean-François Lyotard seinerzeit diesen sehr erfolgreichen modernen Mythos vom Ende der großen Erzählungen lanciert, der von den mitenttäuschten, mithinkenden, mitbesiegten, mitdeprimierten Generationsgenossen und auch den Nachfolgenden begierig aufgesogen worden ist. Mhm. Aber es handelt, und er hat da einen falschen Plural eingeschmuggelt, den muss man ihm zurückgeben. Was wirklich ans Ende gekommen ist, ist zumindest im Blick auf unsere Generation, eine einzige große Erzählung, die wir alle eine Zeit lang benutzt haben, nämlich diese freudomarxistische Erzählung, in der man die Geschichte von der Befreiung des Subjekts, also die psychoanalytische Öffnung mit der politischen Revolution zusammenschließen wollte. Nicht? Man wollte gewissermaßen so eine Art Doppelrevolution haben. Ohne den freudianischen Zusatz wäre die Renaissance des Marxismus von den 60er Jahren an misslungen, weil wir ja im Blick auf die Sowjetunion ein abschreckendes Beispiel vor Augen hatten, das uns gesagt hat, wie der Weg nicht geht. Man hat damals durch die Kombination des therapeutischen Gedankens mit dem Revolutionsgedanken über zwei Jahrzehnte hinweg diese wunderbare Hochspannung wieder erzeugen können, die uns hat glauben machen, die große Wende liege vor uns und wir leben auf sie zu. Das ist natürlich ein berauschendes Lebensgefühl, das die 68er Generation allen Folgenden voraus hat, die uns dann eigentlich nur in einem Punkt übertreffen konnte, nämlich als dann die Enttäuschung an diesem großen freudomarxistischen Entwurf überhand nahm, wurde die 68er Generation links überholt von einer Generation, die in Sachen Enttäuschung noch viel virtuoser war. Mhm. Nämlich, indem sie nämlich erst gar nicht angefangen hat, und das war etwas zu glauben. Ja, nicht? Ja. Und in der Konjunktur... Also das wären diese Söhne. Und dann hat man in dieser Konjunktur den Abschied von der großen Erzählung auch nochmal aus der Perspektive der Coolness betrieben. Also zuerst war die Theorie vom Abschied von den großen Erzählungen sozusagen ein Trostpflaster, eine Enttäuschungstheorie für Überlebende von 1968. Und danach wurde diese selbe Theorie von den Jungen, denen, die um 1980 30 oder 20 waren, in diesem Zeit, übernommen und dies in einem Neo-Dandy-Tum assimiliert. Und dann hieß eben die Parole des Tages: Stop making sense. Ja, ja. Also die absolute Entrückung entziehen und bis in die Kunst hinein. Bis in die Kunst hinein. Coolness wurde damals die dominierende Attitüde und es brach in der Kultur selber ein Wettbewerb aus über die Frage, wer kann am meisten Sinnverzicht an den Tag legen. Wer kann sozusagen die Askese der Sinnerwartungen am weitesten treiben? Mhm. Ja, mit Antworten, wer kann überhaupt mit null Sinn leben? Und die Antwort war natürlich klar, das sind diese intensiven jungen Männer, die damals eine neo-existenzialistische Kleidungsmode auch aufgebaut haben. Das existenzialistische Schwarz der 40er Jahre kehrte damals wieder in Verbindung mit einem Drei-Tage-Bach, der zum Ausdruck gebracht hat, dass für einen Mann dieser Qualität das Leben einfach zu intensiv ist, als dass man an solche
Beiläufigkeiten, wie das Raffieren denken könnte. Also das war im Grunde genommen, das war die Atmosphäre. Smarte und die Überlebenden Design-Variante dieses. Genau, und, aber man muss eines dazu sagen, die Überlebenden dieses Schubes sind diejenigen, die heute in den Redaktionen Feuilleton-Macht ausüben. Mhm. Ja. Und die dementsprechend, die in diesen Funktionen dann weitgehend stagniert sind und jetzt so eine Art Überlebensstrategie an den Tag legen. Sie haben nach dieser Stop-Making-Sense-Welle nichts Neues mehr aufgebaut und verlieren dadurch aber den Kontakt zu dem heutigen Zeitgeist, in dem nämlich diese Übertreibungen von früher weitgehend abgebaut werden. Eine neue Generation ist da, die in einer sehr unbefangenen Art und Weise und sehr intelligent Sinnfragen wieder stellen kann. Die mit den Übertreibungsspielen sowohl den asketischen wie den barocken von früher nichts mehr zu tun haben, sondern die mit neuer Intelligenz neue Fragen stellen. Und die Feuilletonmacht von heute ist dem gegenüber ganz ratlos. Da müssen wir jetzt ein bisschen hineinknien in Ihre große Erzählung, die wir vor uns haben. Diese Geschichte des Weltinnenraums, des Kapitals, dieser Versuch einer philosophischen Globalisierungstheorie hat ja eigentlich eine Drei-Phasen-Theorie als Basis oder ein Prozess beschreitet. Sie beschreiben zuerst eine Phase des kosmisch-uranischen Globalisierens, man könnte sagen ein metaphysisch-spekulativer Bereich, dann kommen Sie zu der sogenannten terrestrischen Globalisierung, also die ganze Zeit von den ersten Schiffen, die ausfuhren, die Welt zu erobern, 1492 bis irgendwann. Mhm. Und dann, also es ist eigentlich die Invasionszeit der Europäer. Dann die letzte, die elektronische Globalisierung. Und alles machen Sie ja fest, immer wieder auf einer psychomorphologischen Struktur. Das ist unglaublich faszinierend, auch in der Materialsammlung, die Sie mit Globen und mit Sphären und Blasen angehäuft haben und durchlegt haben. Wie kamen Sie auf diesen so radikalen, einheitlichen, monolithischen quasi Interpretationsdreh? Das wäre eine zu lange Geschichte, um das jetzt in Fülle auszuführen, aber die Grundtatsache ist, und darum bin ich sehr froh, dass der Globus da steht, man kommt sofort auf das Thema, wenn man sich klar macht, dass das Wort Globalisierung nicht von dem Adjektiv global und nicht von dem englischen Neuverbum to globalize hergeleitet werden darf, obwohl es zunächst mal auf dem kurzen Wege von daher kommt. Denn da macht man irgendwie so eine vage Handbewegung und sieht nichts Rechtes. Mhm. Aber wenn man das Wort Globalisierung tatsächlich vom Globus her denkt, dann sieht man nämlich diese euphorisch wohlgeformte Struktur und weiß, dass Globalisierung offenbar einen Hinweis bietet auf die Tatsache, dass Menschen früher oder später mit dem Gedanken ernst machen müssen, dass die Welt oder die Erde eine Kugel sein. Solange man nicht von der Rundheit der Erde ausgeht, sondern von der Rundheit der Welt, das ist ein wichtiger Unterschied, solange man diesen Gedanken realisiert, befinden wir uns in der Antike, in der antiken Kosmologie. Ja. Für die antike Kosmologie ist nicht die Erde wichtig, sondern die Welt als Ganze, für die man diesen stimulierenden Begriff des Kosmos geschaffen hat. Das bedeutete übrigens bei den Griechen ja zuerst das Schmuckstück oder das Juwel. Und man übertrug diesen Begriff mit gutem Grund. Das hat Gottfried Semper auch immer betont. Ja, man überträgt diesen Begriff mit gutem Grund dann auf das Weltganze, weil ja die Philosophie wie die frühe Kosmologie eine Art von morphologischem Evangelium war. Das heißt, sie war die frohe Botschaft davon, dass es in der Welt alles in allem gut mit nach geordneten Regeln und mit rechten Dingen zugeht. Das ist die, eine runde Sache. Die Welt ist eine runde Sache. Das ist eigentlich das morphologische Evangelium der antiken Zeit. Darum hat Platon auch über seine Akademie
gefordert, dass keiner die Schwelle überschreiten soll, der nicht Geologe sei. Der nicht Geometer sei. Geometer. Sogar. Geometer. Geometer. Ah, Geometreu. Die sollen sich, also die in der Geometrie nicht erzogenen, die mögen sich fernhalten. Damit wurde zum Ausdruck gebracht, dass man dort keine Ammenmärchen erzählt. Und keine Vorurteile des Alltags wiederholt, sondern dass man in einen anderen Raum des Denkens übertritt, für den die Geometrie oder die Mathematik das Beispiel bildet, nämlich dass man aus so intuitiv schwer einleuchtenden Grundgrößen wie Zahlen und geometrischen Figuren den Kosmos sozusagen nochmal aufbaut. Das heißt, in den Sinnen ist die Welt schon mal gegeben. Aber im Denken muss sie nochmal neu aufgebaut werden. Und diese Verrückung konstituiert die erste, nämlich Globalisierung, die im Denken stattfindet. Ja, und die ersten Globalisierer sind einfach die antiken Kosmologen, die meistens in Personalunion auch Philosophen waren, die gegen den Augenschein bewiesen haben, dass die Welt eine Kugel ist. Also die erste Phase, diese kosmisch-uranische Phase, wäre von daher eigentlich die ganze Phase, wo man überhaupt vom Denken her langsam zu begreifen beginnt, dass es in Form einer Kugel sich weltweit irgendwie ereignet. Also dass eigentlich, und zwar rückwirkend Wissen zum Beispiel um Geschichten wie den Mutterleib, also die ganzen Anfänge des Fötus in einer runden Variante von Welt und dass eigentlich diese morphologisch formale Geschichte sich dauernd weiterdreht. Der spannende Punkt ist dies, dass die geometrische Globalisierung zusammenwächst mit dem, was ich sozusagen die psychodynamische Globalisierung nennen könnte. Denn die Seele selber hat auch Vorstellungen von Rundheit, die mit geometrischer Rundheit überhaupt nichts zu tun haben. Und dennoch bewegen diese beiden Rundheitsfiguren sich allmählich aufeinander zu. Und man kann das übrigens auch an archaischen Städtegrundrissen Mandalas zeigen. Mandalas auch, oder? Man kann es an den Mandalas zeigen, man kann es an den Bauformen ursprünglicher Dörfer zeigen. Dörfformen, die heute noch in Afrika und in Brasilien auch zeitgenössisch noch beobachtet werden können. Der Kral. Mongolische Hütten. Die mongolischen Hütten, die Zelte der asiatischen Völker und der Lateinamerikaner. Also die Phänomenologie dieser Erscheinung ist unerschöpflich weit. Und man spürt, dass die Rundheit ein Urgedanke der Menschheit ist, den man niemals zu Ende erzählen kann. Hier haben wir gar keine Chance, irgendwie Ihre ganzen auch Anlehnungen an gewisse eucharistischen Vorstellungen der Heilsgeschichte als runder Geschichte auch noch auszuführen. Aber die wohl beschreibbarste Variante ist natürlich die terrestrische Globalisierung. Also die ganzen Europäer, die auszogen von Vasco da Gama über Magellan und auch Kolumbus natürlich, die Welt zu erobern. Sie fuhren westwärts. Warum eigentlich? Sie fuhren nach Westen, weil man das Windsystem über dem Atlantik zuerst entdeckt hatte. Im Übrigen ist es ja so, dass die ganze europäische imaginäre Geografie und Kosmologie bis zum Beginn der Neuzeit immer mit dem Primat des Orients angenommen hat. Ja. Alle Orientierung kommt ja zum Das Wort Orient, ja. Orientierung hält diese Erinnerung fest. Und die Seele, die wissen will, woran sie ist in der Welt, die orientiert sich mit Antworten, die sucht den Sonnenaufgangspunkt. Und weil der Orient eben der Sonnenaufgangspunkt ist, darum heißt ja so, wo es heraufkommt, gab es, solange die Menschen metaphysisch gepolt waren, diese Orientierung an der Herkunft der Sonne. Wir sind sozusagen Ursprungsphilosophen in Bezug auf die Sonne, das heißt Sonnenaufgangsdenker. Die Moderne ist die Zeit, wo man sich am Sonnenuntergangspunkt orientiert. Wir wollen jetzt wissen, wo die Sonne eigentlich hingeht. Nicht? Ja. Also diese oft beobachtete... Also Galileo quasi nachvollziehen, wo geht es eigentlich hin? Ja, genau. Wo geht sie hin? Also wir wollen
wenn sie denn geht. Wir stellen dann auch eben nicht mehr so sehr Herkunfts- und Ursprungsfragen als Zukunfts- und Zielfragen. Mhm. Und das kann man am Schicksal unseres Verhältnisses zur Sonne ganz gut illustrieren, was übrigens Hegel als Erster auch ausführlich hingeschrieben hat. Nämlich, dass der Geist selber von Osten nach Westen wandert und dass er im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Und unsere Westorientierung ist, wenn man so will, die praktische, nautische, seefahrerische Interpretation dieses großen Theorems, dass wir uns jetzt sozusagen dazu aufraffen, mit der Sonne gemeinsame Sache zu machen. Und das ist ja die Zeit dann, das beschreiben Sie wunderbar, des Inbegriffs des tätigen Geistes, also der Tat als eine Begründung des Subjekts mit Fichte und all den Leuten. Also ich tue was, also bin ich eigentlich. Also Descartes' Umsetzung in eine aktive Geste. Also Fichte hätte nur eines noch besser machen können, wenn er seine berühmte Tathandlung, mit der man das Ich setzt, in nautischen Ausdrücken formuliert hätte, wenn er die Setzung des Ichs als ein in See stechendes Ichs dargestellt hätte. Ich glaube, dann wäre er noch mehr in die Mitte der modernen Täterkultur gekommen, als er es ohnehin geschafft hat. Im Unterschied zu Kant, oder? Und der Dichter oder der Dichterdenker, der Autor, der diese nautische Modernisierung des Denkens in Initiativkategorien auf die Spitze getrieben hat, war dann wieder niemand anders als Nietzsche, der ständig mit solchen Kolumbus-Bildern für sein eigenes denkerisches Unternehmen arbeitet. Und da sehen Sie ja dann auch wiederum in Anlehnung an christliche Vorstellung das Schiff eigentlich als die terrestrische oder eben närische Möglichkeiten, wirklich Welt habhaft zu werden. Also das Schiff auch in der Kirche als der Ort, wo die Communio, all diese Menschen miteinander eigentlich die Welterfassung miteinander versuchen und angehen. Ich habe behauptet, dass die Europäer nur deswegen die Welt haben in Besitz nehmen können, weil es ihnen gelungen ist, in Form ihrer Schiffe und in Form ihrer sozusagen mitgenommenen Religionen ihre Heimat zu exportieren. Das heißt, sie haben dieses sehr prekäre und sehr unwahrscheinliche Gefühl, das man schon in der Antike als Kosmopolitismus bezeichnet hat, praktisch eingepflanzt in ihre seefahrerischen und kolonisatorischen Praktiken, indem sie nämlich eine symbolische Technik erfunden haben, sich selber gewissermaßen überall hin mitzunehmen. Ja, das heißt, sie blieben Europäer, wo immer sie waren. Nicht? Die Europäer warten übrigens heute, dass alle, die nach Europa kommen, Europäer werden und sich assimilieren. Sie selber blieben aber Europäer. Sind, wo immer sie hingegangen sind, haben sie das Europäertum am Ort neu dargestellt. Das ist eine Art Suprematie des europäischen Geistes. Ja. Also es ist, man muss es schon deutlich sehen und auch so dramatisch sagen, wie es ist. Es ist so eine Art totaler Selbstexport. Die Europäer haben so eine Art Weltcamping erfunden. Ja. Sie sind als Engländer nach Amerika gefahren und blieben Engländer. Und haben, wo immer sie, und die Spanier natürlich noch mehr, und haben, wo immer sie waren, die einheimischen Verhältnisse nach ihrem Bilde geprägt. Umgewandelt, ja. Nicht? Und die Einzigen, die das nicht getan haben, das waren die jesuitischen Missionare, die in Indien im Habitus von Brahmanen aufgetreten sind und schlimmer noch in China, wo sie das äußere Erscheinungsbild von Mandarinen angenommen haben, woraufhin sie von ihren rivalisierenden Ordensbrüdern, Missionsordensbrüdern beim Vatikan verklagt wurden und nach einem mehr als 150-jährigen Prozess, in dem im Wesentlichen über die chinesischen Riten, also diese Anpassung der Jesuiten an die Lebensform der anderen, als Orden aufgehoben wurden. Mhm. Ja, in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts wurde der Jesuitenorden verboten, weil er der Einzige war, der auf die anderen zuging, statt das eigene rücksichtslos zu exportieren. Ja. Diese ganze Geschichte, damit wir es in die Stunde reinbringen, der Welterfassung des terrestrischen Globalisierens hat sich dann irgendwann beendet. Da gibt es natürlich Streit
Diskussion war es 45, wie sie es teilweise ansetzen, oder 74 in Portugal, als die letzten Kolonien in die Selbstständigkeit entlassen wurden. Jetzt die neue Globalisierung, von der wir eigentlich alle erst wirklich reden, ist ja die elektronische. Auch hier haben wir ein kleines Kleinod. Das war ein Geschenk in den 50er Jahren von der Telegrafengesellschaft der Schweiz an ihre Kunden. Jederzeit sind wir heute elektronisch, digital, mit jedem Ort der Welt vernetzt. Also wir haben das permanente, totale Bewusstsein von Welthaftigkeit und von Rundheit und totaler Kontrolle und kontrolliert sein. Es gibt aber jetzt ein Problem. Plötzlich leben wir und leiden wir an den Rückkopplungen des Terrestrischen und an einer unglaublichen Dichte. Was ist genau das Problem? Also die Zeit der Globalisierung durch Seefahrt war für die meisten Menschen jener Epoche, also der Zeit zwischen Kolumbus und Stalin, vergleichsweise einfach lebbar, weil die Erzählung von den anderen Menschen doch weitgehend eine exotische Erzählung blieb. Ja? First-hand-Kenntnisse über die Verhältnisse dort, in China, in Amerika, man braucht die Sachen nach Hause, auf diesen Inseln, so, waren doch immer noch selten und teuer. Daraus ergab sich, dass eine riesige Gattung von Reiseliteratur entstanden ist, die wir Europäer in der Haltung einer sozusagen kontemplativen Lektüre auf uns wirken lassen konnten. Und das hat uns deswegen noch nicht zu Unternehmern gemacht. Und hat auch keinen Gegenverkehr ausgelöst. Wir haben von Chinesen gelesen. Die französischen Autoren des 18. Jahrhunderts haben ja so hübsche Chinoiserien entwickelt, an denen man sieht, dass sie entzückt sind von den Formen, die sie da entdecken, aber nicht unter dem Druck der realen Existenz dieser Menschen stehen. Heute sieht die Sache anders aus. Die 1,3 Millionen real existierenden Chinesen sind uns so nahe gekommen, dass wir jetzt unter der telematischen, telematisch konstruierten Realität ihrer Koexistenz auch schon fast Tag für Tag zu leiden haben. Das heißt, wir wissen, dass unsere Antipoden uns nahe gekommen sind. Und das hat natürlich damit zu tun, dass das Leitmedium der heutigen Globalisierung oder die Leittechnik nicht mehr diese langsame Seefahrt ist. Ja, ein Schiff konnte nicht schneller sein als der Wind. Und eine Erdumrundung zu Bedingungen des 17. Jahrhunderts dauerte noch ein Jahr. Im 19. Jahrhundert, als Dampfschifffahrt und Eisenbahn dazukamen, hat Jules Verne eine Umrundung in 80 Tagen konstruiert und war damit ziemlich realistisch. Wir haben heute für Raumstationen und Satelliten eine Umrundungsdauer von 90 Minuten. Und für ein elektronisches Signal ist die Erde insgesamt eigentlich auf einen stehenden Punkt zusammengeschrumpft. Ja. Und das bedeutet natürlich, dass mittels dieser sehr schnellen Technologien jetzt unser Kopf selber der Ort wird, auf dem die Konsequenzen der Globalisierung sich zeigen. Mit anderen Worten, das menschliche Gehirn wird der Ort, an dem die Verdichtung der Welt ernst wird. Das ist der eigentliche Punkt. Das heißt, also, wir haben, ich drücke das manchmal so aus, wir haben einen neuen Mond. Das ist nicht mehr die alte Luna, sondern über unsere Welt steht eine ganze Flotte von neuen Monden. Das sind die Gehirne derer, in denen die Globalisierung stattfindet. Also nicht der Schriftsteller mit dem Innenmonolog, sondern jeder Mensch dauernd im Kontakt, dialogisch mit Tausenden von Köpfen. Ich glaube, unser eigener, wir müssen uns heute so begreifen, der gute alte Individualismus hat auch deswegen schon abgewirtschaftet, weil ja unser Gehirn sozusagen heute mit einem Satelliten kommuniziert, der die Tatsachen aus der globalisierten Welt meldet. Ja. Deswegen ist auch der bloße Leser heute kein überzeugender Zeitgenosse mehr, weil das Buch, die Zeitung zu langsame Medien sind, beziehungsweise sie sind selber Sekundärmedien geworden gegenüber den Nachrichtensatelliten. Und der entscheidende Nachrichtensatellit ist unser eigenes Gehirn.
das die Nachrichten aus aller Welt sammelt. Und auf der Erde aber entsteht dort, wo diese Nachrichten sich bündeln, erstens eine Welt, deren erstes Merkmal Dichte ist. Mhm. Das heißt, eine ungeheure Kollisionswahrscheinlichkeit. Im guten Sinn auch eine Klarheit zu gewissen Themen, aber andererseits auch ein Stau, oder? Der Stau ist eigentlich geistig, psychisch, überall. Überfüllung. Überfüllung, ja. Überfüllung. Das heißt, mit einem sehr, sehr starken Imperativ verbunden, die Auswahl zu treffen, die sinnvolle Fortsetzung deines Lebensweges gestattet, ohne in die Zerstreuung zu geraten. Nicht? Das Thema Zerstreuung ist übrigens in der Philosophie des 20. Jahrhunderts, in den 20er Jahren, aufgetaucht nach einem Präludium bei Kierkegaard, der schon in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts einmal gemerkt hat, dass das Publikum in eine Art von künstlicher Geisteskrankheit geraten ist, nämlich dass es über alles reden kann, außer über seine wirklichen, wirklichen existenziellen Angelegenheiten. Eine Diagnose, die Heidegger dann wieder aufgenommen hat und an der es nach vorher eigentlich nichts zurückzunehmen gilt. Also die Menschen geraten heute in einer anderen Weise unter Spannung und ich versuche zu beschreiben, wie sich nun in der wohlhabenden Welt das Leben in unter Bedingungen der Verdichtung darstellt. Und da komme ich eben zu diesem Da kommen wir ja zu einem sehr erstaunlichen Schluss dann bei Ihnen, der natürlich wieder die Feuilletons, diese Kollegen erschreckt. Sie sagen selber, die Zusammenfassung dieser Attribute töne nach einem rechtsradikalen Parteiprogramm. Also wir müssten eigentlich wieder immun werden, wir müssten wieder spät selbstpräferenziell, also uns selber wählen, exklusiv, wieder selektiv, asymmetrisch, protektionistisch, unkomprimierbar, irreversibel. Da wären wir fast in unserem Land, das sich jetzt da sehr eigenständig in einem außereuropäischen Raum zu installieren versucht. Was passiert jetzt da? Brauchen wir eine neue Lokalisierung? Ja, die Vorbildlichkeit der Schweiz geht eigentlich aus der Anwendbarkeit dieser Begriffe hervor. Aber Sie dürfen nicht vergessen, ich verbinde jeden dieser Begriffe natürlich auch mit seinem Gegenteil und sage, die historische Bewegung, die zivilisatorische Bewegung besteht darin, dass wir ständig aus dem Unmöglichen, bisher Unmöglichen, aus dem noch Unwahrscheinlicheren ins Mögliche übergehen und dass wir ständig Unwahrscheinlichkeit steigern und dass wir bisherige Unmöglichkeit in Möglichkeit für jetzt umwandeln. Mit anderen Worten, der Zivilisationsprozess ist ein Steigerungsspiel, nämlich ein Fortschritt im Bewusstsein der Unwahrscheinlichkeit. Aber damit man hier keine Kartenhäuser baut, ja, und dass die Kulturen eine gewisse Eigenstabilität gewinnen, muss so etwas wie ein aufgeklärtes Eigeninteresse der Systeme sich ausbilden. Und wir können die Ära der bloßen jakobinischen Romantik nicht in derselben Weise fortschreiben, wie es die klassische Linke zwischen 1789 und 1990 weltweit getan hat. Wir brauchen eine aufgeklärte. Aber warum bieten Sie hier selbst quasi diesen Begriff schon an des rechten Parteiprogramms, weil Sie sind ja weit davon entfernt. Ist das eine gewisse Ironie oder sagen Sie tatsächlich auch als kritische Zeitgenossen müssen wir begreifen, dass wir eigentlich nur noch in einer Reduktion und einer Ortung wieder eigentlich den Diskurs mit unserer Welt auch vertragen können, dass wir nicht ein bisschen stauer sticken. Aber ich sage das so, ich bitte das selber zu, weil ich wissen will, ob das wirklich verstanden wird. Wer Angst davor hat, dass das Prädikat rechts auf eine Einsicht angewendet wird, der hat noch gar nicht gedacht. Ja. Denn das sind Begriffe, die aus der Sphäre äußerer Zuschreibungen kommen. Ja, wer aus der Sache heraus denkt, darf zunächst einmal vor dem Lärm der politischen Kategorien nicht geschreckt werden. Drum spreche ich so ein relativ unangenehmes Wort mal gleich selber aus, um diesen Test zu machen.
Und es gibt in der Tat auch schwache Gemüter, die sich dann lieber wieder zurückziehen und sagen, wenn das so ist, dann denken wir lieber nicht und bleiben lieber im Stadium eines Postulierens, das mit den Bedürfnissen einer schönen Seele eher verträglich ist. Bleiben wir so. Leider sind wir schon am Ende, Herr Sloterdijk. Herzlichen Dank. Mhm. Mein Kollege hatte jeweils gesagt, wir haben die Wahrheit gesucht, wir haben sie nicht gefunden. Morgen reden wir weiter. Vielen Dank, Herr Sloterdijk. Man muss immer ziemlich auf dem Kiwif sein, wenn Sloterdijk spricht. Ein zweites Mal hinhören lohnt sich bei ihm oft. Deshalb, wenn Sie wollen, VHS oder DVD. Schweizer Fernsehen, DRS, Redaktion Sternstunden, 8052 Zürich.